Frau Marilyn Heib, Sie sind Autorin des Buches Der Klimaschatz und wurden von der Bild am Sonntag zu einer der wichtigsten Frauen für Deutschlands Zukunft benannt. Was genau ist der Klimaschatz? Der Klimaschatz ist ein Buch, das ich zusammen mit dem Verein Go for Climate geschrieben habe. Hintergrund dieses Buches war, dass wir festgestellt haben, dass es tolle Beispiele gibt für den Bereich Energieeffizienz. Aber erstens, die Menschen gar nicht wissen, was es ist. Und zweitens, dass es auch viele Vorurteile gibt. So zum Beispiel das Unwissen, Energieeffizienz, ach ja, Windkrafträder, Photovoltaik, aber das ist keine Energieeffizienz. Energieeffizienz heißt, sparsamer mit der Energie umgehen. Und zum anderen gab es viele Vorurteile. Zum Beispiel, ach ja, ein Passivhaus, wenn ich mir ein Passivhaus baue, dann kostet mich das ja gleich doppelt so viel wie ein normales Haus. Stimmt zum Beispiel auch nicht. Ein Passivhaus kostet nur 6-7% mehr, sprich vielleicht 20.000 Euro. Das sind alles Vorurteile, mit denen wir aufräumen wollten, die wir ausmerzen wollten. Und wir wollten einfach eine Grundlage, eine Wissensgrundlage schaffen für Entscheidungsträger. Ihre Vorträge zum Thema der Klimaschatz und Energieeffizienz sind sehr gefragt. Bringen Sie uns mal ein praktisches Beispiel, wie ein Unternehmen Energieeffizienz umsetzt und was es bringt. Ja, eins meiner Lieblingsbeispiele ist der Bereich Aufzüge. Das ist auch eins der Beispiele, an die nie jemand denken würde. Wenn man in einem Aufzug eine Steuerungstechnik einbaut, die den gesamten Fahrzeug einfach energieeffizienter betreiben lässt, dann kostet diese Steuerungstechnik nur 400 Euro. Mit dieser Steuerungstechnik kann man aber 80% Energie einsparen. Das heißt, nach 6 Monaten hat man die Investition in so ein System schon amortisiert. Umgerechnet für Deutschland könnten wir, wenn wir das in allen Aufzügen machen würden, über 200 Millionen Euro einsparen. Ich denke mal, die deutschen Unternehmen könnten dieses Geld gut gebrauchen. Frau Heib, Ihr Buch ist erschienen im Ökom Verlag. Es scheint sich zum Bestseller zu entwickeln. Was ist das Geheimnis Ihres Buchs? Wie ist es aufgebaut? Uns war bei diesem Buch ganz wichtig, dass es sehr praktisch ist und dass es die wichtigsten Informationen auf einen Blick zeigt. Denn sehr komplizierte Fachliteratur gibt es schon en masse. Und dementsprechend haben wir uns darauf reduziert, nur die wichtigsten Informationen sehr groß darzustellen, natürlich auch sehr tiefe Informationen zu bieten. Das kann man sich dann durchlesen, wenn man möchte. Die Darstellung unserer 50 Beispiele ist immer gleich. Zum einen kann man in einer kurzen Zusammenfassung lesen, um was es hier überhaupt geht. Dann findet man auf der ersten Seite links unten 2 Button. Der erste Button zeigt, wie viel CO2, umgerechnet dann auch meistens Energie, dieses Beispiel eingespart hat. Und zum anderen kann man sehen, wie lange es dauern würde, bis die Investitionen, die man in diesem Beispiel leisten musste, sich zurückgezahlt haben.